Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Tiny Hexe zusammen mit Dauerzocker Alan Street. Hallo. Hi. Hallo. Wette Ja, und gewonnen. die Kombination gab es noch nie und da haben wir nämlich eine Wette gemacht. Und ja, da ging es Super darum, Wette, dass also Street sie mit die Idee mir. mit Trap im. Hä? Was Wie hast du ist denn gesagt? das Spiel mit Deutschrap im Hintergrund? Naja, noch ist die Aufnahme ja noch nicht vorbei. Wir müssen nämlich eine ganze Folge durchhalten. 2 Minuten. Und bisher haben wir es nur Aber zwei dann Minuten machen wir jetzt geschafft. 1 Minute Minecraft, dann. Nee, nee. Die Folgen sind hier normal lang, Ey, ne? wie, du musst mal 30 Sekunden Minecraft machen. Beste Serie. Muss So eine schnell Stunde machen. Aufnahme machen. Cloud your signal. No. Das kann man ja am Wochenende machen. Genau. Na, dann viel Spaß beim Rendern, würde ich mal. Naja. Na, das musst du dann machen, Lukas. Du Och, musst jede einzelne Folge dann benennen und so. Und immer vernünftiges Thumbnails machen. Thumbnail. Na. Da ist er weg. Nein. Ich rede ihn Aber nicht das. zu viel. Da hättest du doch schon Bock drauf, ne? So, ich hol mal ein bisschen Lava für die Schmiede. Ich weiß nur nicht, wo welche ist. Hier Ihr hinten ist könnt ja nicht mal eine. diese ganzen Dinge einschmelzen, hier dieses Hier ist so ein Lagerberg. Bronze-Kopf. Na? Street, hab gesehen, du hast ein paar Dias. Ja, die hat er glaube aus dem Battle Tower, ne? Ich werde demnächst mal rote und weiße Wolle farmen. Ach, ja, für Rewe, ne? In jedem Projekt jetzt. Aber hier, ja, damit das klar ist, wir nehmen in Tiny Hexet jetzt nicht hier die ganze Tiny Mannschaft mit. Ach so, wieso? Was meinst du? Na. Dass wir. Dass sie jetzt nicht in das Projekt dürfen, oder was? Nein, keine Lust, das sind mir zu viele. Ich meine, Naja, hier, klar. Rice Mau hat mich schon gefragt, ob er in Tiny Hexet rein will. Und was ist? Na, ich hab ja gesagt. Ja, wie immer. Sick Na, gerade da wie hat der dann halt. so, wie der dann zum Rainbow geht. Ja, dann immer. Da habe ich meine Neins schon verbraucht, weißt Muss weg. du? Oh. Ach so. Tja, fette verloren. Perfekt. Jetzt muss er Videos hochladen. Na, da bin ich mal gespannt. Wird eh nix. Na, dann kriegt er halt noch mehr aufgebrummt, wenn's nix wird. Safe. Muss dann noch meine Hausaufgaben dann machen. Meine besser. So. Da bringe ich ihm unsere Hausaufgaben vorbei. Jeden Fall. Ihr seid doch bestimmt Nachbarn, oder? Nee, nicht ganz. Doch. Nö. Wohnen schon ein bisschen auseinander. So, keine Ahnung, 400 Meter oder so. Ihr müsst euch mal treffen und LAN spielen. Na, wir haben uns schon mal getroffen und haben Clash Royale gezockt. Das war krass. Ein bisschen vor der Kaufhalle gechillt. Und da saßen noch irgendwelche Assis daneben. Warum chillt ihr nicht in der Shisha-Bar? Na, das habe ich mich auch gefragt. Wir fanden es einfach angenehmer, wenn die Leute uns ansprechen und fragen, ey, habt ihr mal ein Bier für mich? Sprecht euch nur an, weil ihr so berühmt seid. Na genau. Die wollen nur was abhaben vom Ruhm. Das ist Die neidisch. wollen ins Video. Ja. Die muss der Die Facecam denken, wir machen. machen Vlog. Clash Royale Vlog. Wie jetzt so eine Messe hier von Clash Royale. So ein Fan-Treffen musst du machen.
Na klar. Fan-Treffen, ey, da haben mich schon mal welche gefragt in Real Life, ob ich jetzt hier ein Fan-Treffen mache. Da musst du machen. Kommst du auch? Klar. Das will ich sehen. Ja, genau. Also freitags. Nee, wann hast du Mathe? Donnerstag, 2 Stunden. Oh, na das überlebst du doch nicht, ne? Nee. Wie geschwänzt. Ich hab keinen Bock drauf. Oder ich komme an eure Schule und mach da Fan-Treffen. Boah, ja. Oder wer unser Lehrer da. Mal hier. Am besten, ich werde dort zum Mathelehrer. Ja? Ja, bock das aber. Dann kommen alle zur Schule. So, ach. In der Höhle ist es so dunkel, ich gehe jetzt mal zu dir. Ich bin auch in der Höhle. Oh. Ach nö. Na toll. Oh. Schon das ist ja wieder ein Chaos. Das war ein richtiger Bratan-Moment. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut. Was nicht so geil ist. Doch, das ist geil. Aber man sollte es noch verstehen. Brauchst du eigentlich eine Stadtmauer in Hexit? Nee. Sowas heizt sich mir nicht nochmal auf. Das war ein bisschen zu krass. Muss oben machen. Vielleicht so eine kleine. Oder nur ein Segment. Aber Kyojin hat ja jetzt ein Haus hier. Echt? Obwohl er gar nicht dabei ist. Oh, natürlich geil. Brauchst du Shiny Bubbles? Shiny Bubbles? Keine Ahnung. In einer Fickkiste gefunden. Oh. Ich glaube, hier landet gerade ein Meteorit. Oh, jawohl. Hoffentlich ein Freezerite. Ah ja, die waren nochmal geil. Ja, safe. Mit den Schuhen. Ich brauch die Rüstung. Hello, hier ist Sand. Unterm Schnee. Im Biom. Oh, als wäre hier früher mal eine Wüste oder so. Safe. Na. Sind überall Bücher. Ach, das hier. Ist... Echt? Verzauberte. Lol. Ach, das ist ja so eine Festung oder was? Ja. Stimmt, diese Dungeons, da hatte ich ja in Hexit 1 auch mal welche gefarmt. Oder durchgerusht. Eigentlich voll geil. War auch geil. Na? Das war so um Folge 100, glaube ich. Oh. Oh, Scheiße. Alter. Nein! Mein Schwert wurde geklaut. Oh. Na toll. Da hat man keine Chance. Manotaur. Oh. Na super. Das Brot ist aber überhaupt nicht. So, ich bin hier wieder am Spawn mit den ganzen Rainbow-Schildern. Ich dachte schon, hier ist eine Druckplatte. Hier ist natürlich ein Grabstein von mir. Wie immer. Na. Ach, da zocke er ist nur stumm. Lifestyle. Ah, das zählt nicht. Okay. So, erstmal das Skelett abschießen. Ich hoffe mal, die Musik ist jetzt ein bisschen besser eingestellt. Ich habe sie mal leiser gemacht. Und ja, ich gehe mal zurück. Ach, das ist eine andere Stadt nochmal. Lol. Das ist bestimmt Stadt Rot. Safe. Battlecrafter, ich sehe ihn schon. Ich hab ihn auch schon gesehen auf dem Server.
Ja, da will mich immer töten. Woher forgen schon hier? Muss mal aufpassen, ey. Zudi, der hat mich schon verfolgt, neulich. Der Krieg bricht wieder aus. Ja. Roleplay ist am Start. Definitiv, muss. Na. No. Und Team Salz tritt dem Sauerbald bei. Oh nein, Hilfe. Da werden wir natürlich wieder ausgetauscht. Ja. Und wieder Boote in dein Haus gesetzt. Das wird eine krasse Zeit. So. Ich glaube, ich mache mal ein Thumbnail von dem Dorf. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ist eigentlich genauso wie unseres. Nur das, also da ist halt auch so ein Battle Tower wie bei uns in der Nähe. Und ja, irgendwie von der Lage her auch. Allerdings fehlt der Sumpf. Den Freeze-Ride Boots. So, jetzt muss ich wieder 5 Screenshots machen wegen der Zahl unten. Hier kommt ein bisschen Glück gehabt, so. Ich brauch nur einen. Na, oder man macht die dann mit Photoshop weg. Klar. Muss man aber erst ApoRed fragen. Ich habe Kontakt zu denen, ja. ich kann fragen. Aber der hat alle Lizenzen zu Photoshop. Das ist das Problem. Und der rückt den nicht raus, außer du bist sein Bratan. Ich bin auch sein Bratan. Wir chillen. Ach so, na. Wenn das so ist. Wir chillen immer Matheunterricht. Ach so. Da geht's ab. Mit der Shisha, ne? Klar. Wir brauen ja, geil, die Mathelehrerin macht mit, ne? Die Mathelehrerin zockt auch Clash Royale, ne? Auf jeden Fall. Nur auf dem Beamer. Die macht dann so E-Sport-Event. Livestream. Definitiv. Im Unterricht. Sieg gegen die Klasse. Suchen wir mal auf Twitch irgendwie Mathelehrer-Let's Play oder so. Na, es gibt, glaube ich, so Mathe-Streams. Guck dich das an. Zur Mathe erklärt wird. Na, keine Ahnung, Lehrer vielleicht, die sich fortbilden wollen. Auf jeden Fall. Oder wenn du Nachhilfe haben willst, halt, dass die direkt auf deine Fragen eingehen. Ist eigentlich gar nicht so dumm. Doch, das ist dumm. Du kannst dann so die ganzen. Kannst dann so deine Hausaufgaben reinschicken und da machst du dann live. Ist doch geil. Auf jeden Fall. Aber wir wollen über Text Migrate sehen. Ja. Textmark Rage, das muss es mal wieder geben. Ich brauche eine Kompilation, Teil 2. Na gut, bald, wenn die Oldschool-Wochen vorbei sind, kommt wieder Clash Royale. Das erste Video danach wird Clash Royale direkt. Oh nein. Und es kommen auf jeden Fall noch ein paar Rage-Folgen, also da habe ich schon noch ein paar auf Halde. Hast du schon aufgenommen? No. Ich glaube, es ist Folge 65. Also noch 7 Folgen jetzt. Du bist ja nur noch am Eskalieren. Na klar. Warum auch nicht? Bist du auch schon irgendwie im Oktober nächstes Jahr? Bei Eagles bin ich jetzt mittlerweile im Mai. Außer Tiny, da bin ich im Ende Februar. Boah. Kann man machen, ne? 9 Monate. Ja. Naja, jeden Tag ein Video halt. Man macht das ja wie bei Wolle mit Minecraft. Das bockt. Ja. Sind Rage-Livestreams ja, dann? Die Livestreams. Sind eh die besten. Definitiv. Was hast denn du jetzt eigentlich geschafft, diese Folge? Diese Festung. Hast du noch was und gefarmt. Okay. Ich war ja mal wieder produktiver als du. Ich glaube auch, ich habe nämlich gar nicht mehr so viel geschafft. Guck dir bei Gucken Tiny an bei mir. Da geht's ja natürlich gut, auch. In Tiny warst du jetzt Stripmine, ne? Nee. Guck mal in die Clay-Insel. Was ist da? Ach ja, das wollte ich auch nochmal in der Folge mehr angucken.
Aber irgendwie kam immer was dazwischen. So, du hast aber noch keinen Bock, ne? Na? Keine Probleme. Oh, jetzt hol ich mal erstmal ein paar Kürbisse. Da geht's ab, ey, da kommen alle Schneegolems in unser Biom. Wir haben einen Dungeon gefunden. Oh, toll. Okay. So, ach, ich habe einen Diamanten gefunden. Ah, da geil, da hab ich ja doch mal was geschafft. So. Ah, die Folge wird eine XXL-Folge, wie ich sehe, oder XL. Ich nehme auch mal eine Stunde auf. Nee, da muss ich wieder so viel schneiden. Ich muss ja nicht, ich wie Dauerzocker. Halt's einfach hoch. Na, macht er nicht immer. Das ist ja das Problem. Der soll mal Livestream. Hat er ja schon mal, aber dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Sieht aber nicht. Ich glaube, ich flieg vom Server bis Slack gerade. Aber es war nur das perfekte Projekt. Na, Slack gerade doch nicht. Das Projekt hat sich doch umentschieden, dass es besser wird. Wir müssen uns immer danach bauen, in Minecraft. Ja. Dann geht er aber hoch. Das machen wir dann in Tiny Craft Attack 7. Ja, es ist ja nicht mehr Tiny. Na, dann ist es halt das Mega Craft Attack 7. Oh nein. Oh, ich krieg Skype-Nachricht. Ich auch wahrscheinlich. Ich würd dann die Folge mal beenden. Ja. Dann, ja, wenn es euch gefallen hat, schaut bei Street vorbei, lasst ein Abo da, vor allem auch bei mir, ich brauch das. Ich auch. Ja. Ich hab's nötig, ja. Aber ich glaube, du überholst mich bald. Ich hab eine Passive-Card zur Verlosung. Ja, stimmt. Also abonniert schnell. Bei 400 Abos, ne, gibt's die nächste. Ja. Nicht zögern. Und ja, dann bis tschüss. Glock aktivieren natürlich.